Heute geht es also um die Lösung der Aufgabe aus der letzten Folge. Es ging ja darum, es sollte ein Timer-Interrupt programmiert werden, der alle 10 Millisekunden aufgerufen wird und innerhalb der Interrupt-Service-Routine soll dann beim jeden tausendsten Mal soll dann der Port P1 inkrementiert werden, sodass der Port P1 alle 10 Sekunden inkrementiert wird. Also das soll folgendermaßen aussehen. Ich habe hier meine Interrupt-Service-Routine und die soll alle 10 Millisekunden aufgerufen werden und dann das Ganze mal 1000 ergibt dann letztendlich 10 Sekunden. Okay, wir haben wieder einen Mikrocontroller, den wir auf 12 MHz takten. Das heißt, jede Mikrosekunde wird einmal inkrementiert. Also eine Inkrementierung alle eine Mikrosekunde. Das heißt, nach 1000 Mikrosekunden hätten wir 1000 Inkrementierungen. Das wären aber erst eine Millisekunde. Wir möchten 10 Millisekunden haben. Das heißt, wir müssen 10.000 Inkrementierungen haben. Das heißt, unser Zähler muss 10.000 Mal hochgezählt werden und dann soll es zu einem Überlauf kommen. Den Überlauf haben wir bei 65.536. Wir müssen also 10.000 abziehen. Und wenn wir dann den Zähler bei 55.536 starten lassen, dann haben wir nach genau 10.000 Inkrementierungen letztendlich den Überlauf. Okay, gucken wir uns mal an, was das hexadezimal bedeutet. Das ist das gleiche wie hexadezimal. Ich habe hier einen Taschenrechner irgendwo, da habe ich einen Taschenrechner. Also ich schiebe den mal dahin. Also 55.536 Dezimal, hoppla, Dezimal muss das natürlich sein, 55.536 Dezimal entspricht D8F0 Hexadezimal. Also ein D8F0. D8F0 und dieses D8 schreiben wir dann unser TH0 und unser F0 schreiben wir in unser TL0. Okay, damit haben wir die beiden Register berechnet und wir können das jetzt direkt mal programmieren. So, ich habe hier nochmal das Programm vom letzten Mal. Das heißt, wir müssen jetzt zunächst einmal TH0 und TF0 entsprechend initialisieren. Das heißt, ich schreibe TH0 ist gleich 0xD8. D8. Und TL0 ist gleich 0xF0. Sodass, wenn wir die Timer-Register auf diese Werte schreiben, wir haben 10.000 Inkrementierungen, dann wird die Interrupt-Service-Routine aufgerufen. Wir müssen zu Beginn der Interrupt-Service-Routine letztendlich diese Befehle auch nochmal eintragen, weil sonst würde der Timer ja bei 0 anfangen zu zählen. Das wollen wir ja nicht. Der Timer soll direkt wieder bei diesen Registerwerten beginnen zu zählen. Und so können wir gewährleisten, dass diese Interrupt-Service-Routine alle 10 Millisekunden aufgerufen wird. Und bei jedem tausendstel Mal soll letztendlich P1 inkrementiert werden. Das heißt, wir müssen nicht bis 100 zählen, sondern bis 1000. Und damit wäre unser Programm schon fertig.
Ich kompiliere das Ganze einmal und schiebe das Ganze mal auf den Emulator. So, dann gucke ich mir den Port P1 mal an und lege ihn am besten hier oben auch hin, damit ich direkt den Timer hier beobachten kann. Hier letztendlich, hier habe ich die Simulationszeit und alle 10 Sekunden sollte letztendlich dieser Port P1 inkrementiert werden. Ich starte einmal die Simulation und wir gucken hier auf die Uhr. Sieben, acht, neun, zehn. Da ist einmal inkrementiert worden. Warte nochmal 10 Sekunden und bei 20 Sekunden müsste dann die nächste Inkrementierung kommen. Ja, da war sie.